Ich wurde letztens gefragt, wie es denn ist, zwei Persönlichkeitsstörungen zu haben. Es ist definitiv nicht cool. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass dadurch, dass ich jetzt zwei habe, habe ich eine besonders schlimme Art der Persönlichkeitsstörung, sondern das nennt man dann gemischte Persönlichkeitsstörung mit gewissen Anteilen von der einen, von der anderen eben. Die eine ist Borderline bei mir, das ist die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und die andere nennt man histrionische Persönlichkeitsstörung. Früher hieß es mal Hysterie. Im Alltag merke ich die Persönlichkeitsstörungen besonders, wenn ich starke Gefühle habe. Also wenn ich wütend bin, fröhlich, traurig, ängstlich. Dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nur noch dieses Gefühl bin. Und ich denke schon, dass auch Menschen ohne Persönlichkeitsstörungen manchmal das Gefühl haben, sie könnten vor Wut platzen oder vor Freude in die Luft springen. Bei mir ist es aber so, wenn ich so starke Gefühle habe, dann kann ich mich manchmal gar nicht mehr daraus befreien. Da habe ich halt so Skills jetzt gelernt und die möchte ich euch jetzt zeigen. Zum Beispiel trinke ich Tabasco. Und wie man wahrscheinlich ganz gut sieht, ist es so, als würde man wieder so erwachen. Und genau den Effekt hat es auch. Ich erwache sozusagen aus meinem Gefühl. Also ich kann dann die Wut zum Beispiel schneller hinter mir lassen und wieder zu meinem normalen Ich zurückkommen. Oder ich esse Pfeffer. Boah, das ist auch super scharf. Während der Tabasco schneller brennt, brennt der Pfeffer sehr viel länger und nachhaltiger. Oder ich trage eine Hitzecreme auf. Die Hitzecreme braucht allerdings so 10 bis 15 Minuten, bis sie wirkt. Und erst dann setzt auch dieser aufwachende Effekt ein. Wenn ich also merke, dass sich ein sehr starkes Gefühl anbahnt, dann kann ich diese Creme schon drauf tun und sie wird dann irgendwann wirken. Wenn ich aber in dem Moment was ganz Heftiges spüre, dann brauche ich schon eher Tabasco oder Pfeffer. Natürlich kann ich auch warten, also mit der Zeit werden die Gefühle auch schwächer. Aber bei mir ist es so, wenn das Gefühl dann so stark ist in der Situation, dann muss ich auch gucken, dass ich keine Dummheiten mache, denn wie viele wahrscheinlich wissen, neigen Personen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, auch zu Selbstverletzung oder haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, Suizid zu begehen. Und das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Und deswegen mache ich lieber eine Flasche Tabasco mehr im Jahr auf und nehme keinen Schaden davon.